Herr Professor Obermann, wofür brauchen wir eigentlich eine Kopfschmerzklassifikation? Die Kopfschmerzklassifikation ist natürlich ganz wichtig, sowohl für den klinisch tätigen Arzt als auch für den Forscher, um die einzelnen Kopfschmerzerkrankungen sicher voneinander unterscheiden zu können. Und damit wir auch sicher sind, dass wir alle von derselben Erkrankung reden und nicht aneinander vorbeireden. Also hauptsächlich ein kommunikatives Thema. Aber was hat es auch für einen Einfluss auf die Diagnose und die Therapie? Genau. Es ist natürlich nicht nur zur Kommunikation zwischen uns Ärzten, sondern je sicherer Sie die Diagnose letztlich stellen und auch dann festhalten, desto besser ist das für den Patienten, weil sich unterschiedliche Therapiestrategien dann dadurch ableiten lassen. Und es gibt ja viele unterschiedliche Therapieempfehlungen, die auf klinischen Studien basieren, die natürlich dann für diese unterschiedlichen Erkrankungen auch gemacht werden. Und da macht es natürlich schon einen Unterschied, ob Sie dann eine Migräne diagnostizieren oder einen Spannungskopfschmerz, weil unter Umständen eben die Therapie eine ganz andere sein kann. Sie haben jetzt gerade schon zwei Kopfschmerzarten genannt. Wie viele gibt es denn insgesamt? Insgesamt in der Kopfschmerzklassifikation gibt es 220 unterschiedliche Kopfschmerzarten, die sich auf 14 Kapitel verteilen. Und darunter gibt es natürlich die primären Kopfschmerzen wie Migräne, Spannungskopfschmerz, aber auch Clusterkopfschmerz und andere trigeminoautonome Symptome. Dann gibt es die sekundären Kopfschmerzen nach einem Schädel-Hirn-Trauma beispielsweise oder nach Alkoholgenuss. Und dann gibt es die etwas selteneren Schmerzerkrankungen, Gesichtsschmerzen wie die Trigeminusneuralgie. Und das letzte Kapitel, das umfasst quasi alles, was man noch nicht so gut kennt, was schon mal beschrieben wurde, aber was vielleicht so selten ist, dass das die meisten Schmerztherapeuten und Neurologen noch nie gesehen haben. Und welche Kopfschmerzarten sind am häufigsten? Am häufigsten sind natürlich Migräne und der Spannungskopfschmerz. Und das ist, denke ich, die allergrößte Gruppe. Warum ist es eigentlich so wichtig, bei der Migräne chronische von episodischer Migräne zu unterscheiden? Die Unterscheidung zwischen chronischer und episodischer Migräne ist deswegen so wichtig, weil auch die Therapie eine andere ist. Das heißt, bei einer episodischen Migräne würde man ja bestimmte Prophylaxemedikamente einsetzen, die sich zum Teil natürlich auch mit der chronischen Migränetherapie überlappen. Aber wenn Sie überlegen, zum Beispiel schon beim Botox, ne, das dürfen Sie nur bei der chronischen Migräne einsetzen. Und auch jetzt bei den neuen CGRP-Antikörpern ist es so, dass Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben müssen bei einer episodischen und bei einer chronischen Migräne. Und lassen sich denn die Kopfschmerzarten bzw. Migränearten immer so ganz scharf voneinander trennen oder überlappt sich da auch etwas? Ja, die Wirklichkeit spielt da häufig nicht so richtig mit, ne, sodass Sie schon häufig Patienten haben, die nach der Klassifikation zwei unterschiedliche Kopfschmerzenentitäten haben. Und häufig ist es natürlich so, dass das eine Migräne und zum Beispiel ein Spannungskopfschmerz ist. Und dann würde man auch tatsächlich zwei unterschiedliche Kopfschmerzarten diagnostizieren, weil auch die Behandlung natürlich unterschiedlich sein könnte. Oder man dann natürlich versucht, eine Behandlung zu wählen, die auch beiden Kopfschmerzentitäten gerecht wird. Wie geht es jetzt weiter mit der Kopfschmerzklassifikation? Wird da ständig dran gearbeitet? Wird die aktualisiert? Ja, also die Kopfschmerzklassifikation ist letztlich ein fließendes Konstrukt. Und da wird ständig dran gearbeitet. Jetzt ist natürlich erst 2018 die neue herausgekommen. Aber auch jetzt wird da schon wieder dran gearbeitet. Und man merkt immer, dass wenn eine neue Kopfschmerzklassifikation dann draußen ist, dass dann auch die Publikationen wieder ansteigen, die diese neue Klassifikation dann in der Wirklichkeit testen. Wie gut sind denn die neuen Kriterien eigentlich bei jemandem, wo man klinisch ganz sicher ist, ja, der hat eine Migräne. Wie gut sind die Kriterien, wie gut passen die denn auf unterschiedliche Patienten? Und so wird dann immer weiter daran gefeilt. Und ab und zu werden auch mal Kriterien weggelassen oder es kommen neue Aspekte rein und dann werden neue Kriterien hinzugefügt. Vielen Dank. Sehr gerne.